Ich denke, wir müssen uns vielleicht ganz kurz noch vorstellen. Also wir sind ja Ursus und Nadeschkin aus der Schweiz. Und, ich bin Nadeschkin, ich mache die Frau im Programm. Ja, darf ich kurz zu meiner Person was sagen? Ja, klar, bitte. Genau, also ich bin Ursus. Ja, das reicht. Ich bin in Zürich groß geworden und grundsätzlich eine lustige Bohne. Meine Hobbys sind extrem fischen und extrem spazieren und extrem Briefe schreiben, also die ganz großen. Ich habe Abitur, aber das nur am Rand. Extrem Briefe schreiben, also das sind die ganz großen. Also was hast du jetzt gesagt? Du hast Abitur? Ja, ich habe gerade extrem viel gesagt. Das hat sie noch nie gesagt mit dem Abitur. Ja, wir haben ja gesagt, wir improvisieren heute auch ein bisschen. Ja. Also, extrem. Aber schau mal, Abitur improvisiert man nicht mal so schnell. Also, ja, das stimmt auch, aber egal. Aber das stimmt nicht mit dem Abitur. Ja, klar. Also, du hast jetzt voll Abitur. Jetzt hör auf, das gehört hier nicht ins Fernsehen. Ja, aber wirklich Abitur. Ja, also, da staunst du, mit Fachhochschule. Mit was noch? Fachhochschule. Ach. Nein, Fach. Ja, ich sag nur Ach. Ja, es heißt aber Fach. Ja, aber, es heißt Fachhochschule. Ja, aber man sagt halt so Ach. Nein, man sagt nicht Ach, man bereut es ja nicht, da geht man extra hin. Ja. Das macht man freiwillig, ja. Aber man kann sagen Ach, so wie man sagt so. Ja, aber dann sag doch so. Eine so-so-Schule gibt es ja nicht. Nein. Oder warst du auf der so-so-Schule? Nein. Das würde aber einiges erklären. Hey. Nein, er war wahrscheinlich auf der so-so-Schule. Hey. Hat möglicherweise abgeschlossen mit Ach und Krach. Ja, okay. So-so-la-la. Also, ja, also, Moment. Also, wenn du das mit dem Abitur sagst, dann möchte ich auch noch was zu meiner Vergangenheit sagen. Ich wäre ja als Kind wäre ich immer sehr gerne Pöstler geworden. Ja, das ist ein Detail. Nein, ich finde das schön, wenn man das weiß. Ja, ich wäre immer sehr gerne Pöstler geworden. Das ist ein totales Detail. Also Post, müssen Sie nicht wissen. Postbote heißt es ja hier. Ich wäre immer sehr gerne Postbote geworden. Auch als Postbote ist das völlig Detail. Nein, das mit dem Postboten, das hat mich eben geprägt. Ja, ja. Ich erzähle auch nicht alles, was mich prägt, aber extrem. Also, ja. Nicht alles? Zum Beispiel, er kann kein Französisch und das prägt mich extrem. Das finde ich jetzt ein Detail. Ich hätte auch gar nichts gesagt. Du sagst jedes Mal, ich kann nicht so gut Französisch. Ich sagte nicht, du kannst nicht so gut Französisch. Ich sagte, du kannst überhaupt kein Französisch. Ja, schön. Könntest du ja einmal was anderes sagen. Okay, er kann auch kein Englisch. Er versteht nicht mal diesen Witz vom englischen Hund, der in England gegen einen Baum rennt, macht's dock. Schade. Die können alle Englisch? Ja, aber... Oha! Also... Also, Fachhochschule, ja? Ich mein, du sagst auch immer, du wärst in Zürich gross geworden. Ja, das stimmt. Ich mein, also gross kann man ja dem nicht sagen. Oder du, sag mal, wie gross bist du eigentlich? Steh mal auf. Hör auf! Es gibt auch Vorteile, wenn man kleiner ist. Ja, klar, es gibt viele Vorteile, wenn man kleiner ist. Ja. Man kommt zum Beispiel länger durch bei der Bahnschranke. Oder man wird später nass, wenn es regnet. Ja! Jetzt nehmen Sie sich doch zusammen. Okay, also, weißt du, sonst sag doch noch das mit der Pantomimenschule. Und das ist dann kein Detail? Nein, das ist immer noch so ein Qualitätsbeweis, dann kannst du die Ansage machen. Und... Okay. Okay. Eine Ansage, hä? Huh. Genau. Also hier vorne, so. Und was muss ich genau? Die Ansage. Ah. Das mit der Pantomimenschule. Ah. Das mit der Pantomimenschule. Jetzt musst du es aber bringen. Nein. Du sollst sagen, dass ich 3 Jahre auf der Pantomimenschule gewesen wäre, etc. Ja, das ist was anderes. Ja, bitte. Ah, okay. Entschuldigung. Er wäre 3 Jahre auf der Pantomime. Nein, ich war 3 Jahre auf der Pantomime. Ich war 3 Jahre nicht auf der Pantomime. Dann mach's doch selber. Ich glaub's nicht. Okay, also meine Damen und Herren, ich war 3 Jahre auf der Pantomimenschule. Super. Was ist? Also, zum Glück habe ich es nicht gesagt, weil ich sage viel, aber lüge nicht. Nein. Moment, du weißt doch, dass ich 3 Jahre auf der Pantomimenschule war. Ich hätte es gemerkt. Also wenn einer weggeht und kommt nach 3 Jahren wieder, ich hätte es gemerkt. Also du weißt das nicht mehr? Ja, ich müsste es wissen. Gut, man muss zu ihr sagen, sie ist manchmal etwas vergesslich. Ah ja, seit wann? Ja, sehen Sie, das weiß sie auch schon wieder nicht mehr. Also, aber ich meine, das müsste man ja auch sehen. Ja. Entschuldigung, Sie erste Reihe, Sie haben ihn jetzt schon relativ lange angeschaut. Ist das so ein Typ mit 3 Jahren Pantomimenschule? Also Moment, kann man das sagen? Das sieht man jetzt nicht so auf Anhieb. Aber wie lange muss er hinschauen? Okay, wenn ich,
ich zeig mal was. Ich zeig mal was, was ich gelernt habe auf der Pantomimenschule. Ich stelle mal was dar jetzt. Ich stelle mal einen Baum dar. Ja, man muss vorausschicken, ich habe mich eben in der Pantomimenschule auf Bäume spezialisiert und ja, habe dann sogar in Bäumen abgeschlossen. Ja, es war mehr so eine Baumsch... Also, ja. Okay. Also, ich kann die ganze Bandbreite an Bäumen. Sie können sogar wünschen, welche Marke. Also, eine Buche wäre schön oder sind andere Vorschläge? Ein Bonsai. gut, sind noch andere Vorschläge? Also, eine Buche wäre schön, oder? Was? Ein Tannenbaum? Das wird auch nicht besser. Es ist einfach ein anderer Kulturkreis hier. Gut, also, es sind jetzt hier verschiedene Vorschläge. Ich mache so: wenn Sie sich nicht einig werden, ich mache eine Buche. Okay. Also, eine Buche. Er kann einfach kein Bonsai. Wo sitzen Sie mit Ich kann sehr gut auch ein Bonsai. Dann mach doch jetzt ein Bonsai. Weißt du, wie der sich jetzt freut, wenn du einen Bonsai machst? Der ist nachher geprägt fürs Leben. Okay, gut. Also super, ich mache einen Bonsai. Super Idee. dann muss ich mich aber noch ganz kurz etwas vorbereiten. Ja, klar. Kannst du vielleicht so lange vorne etwas ablenken? Okay. Was muss ich? Etwas ablenken. Mach schnell, das hält nicht lange. Okay, also ist gut. Also, meine Damen und Herren, ein Bonsai. Ich mach. Das wäre jetzt. Das. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Also Entschuldigung, wer fand das jetzt gut? Hey, jetzt Moment, ehrlich. Da haben einige spontan applaudiert, das war kein schlechter Bonsai jetzt. Doch, das war ein schlechter Baum, oder? Hey, Moment, hast du schon mal einen besseren Bonsai gesehen? Nicht ein Bonsai, aber Bäume. Ich meine konkret ein Bonsai. Hast du schon mal einen besseren Bonsai gesehen? Nicht also bitte, nur weil da irgendein dahergelaufener sagt, Bonsai, muss ich ein Bonsai du machen. Du hast gesagt, du kannst die ganze Bandbreite. Aber nicht den Bonsai. Schauen Sie mal, ich war 3 Jahre auf der Pantomimenschule und der Bonsai kommt im Zusatzjahr. Okay, hey. Es ist nicht so schlimm. Zuerst kommen die Buchen, dann kommen die Birken, dann kommen die ganzen Nadelbäume, die Petersilie kommt da vor dem Bonsai. Alles okay. Hey, dann kommt mal einmal hier an dieses Fenster. Jedes Mal kommt dieser scheiß Bonsai. Hey, ich mach einmal einen anständigen Mal, aber nein, mach doch einen Bonsai. Super, ich kann jetzt Bist mal... Du absitzt?